Niesen ist ein Traditionsunternehmen aus Leverkusen direkt am Rhein. Der Fluss gehört zu unserer Identität ebenso wie ausgeklügelte Logistikkonzepte und der sachgerechte Aufbau von Objekten aller Art. Da liegt es nahe, dass wir beim professionellen Aufbau von Hochwasserschutzwänden mit einbezogen werden. So geschehen in Hittorf zwischen Leverkusen und Düsseldorf. Dort soll künftig eine 900 Meter lange und bis zu 3,70 Meter hohe Aluminiumwand vor Hochwasser schützen. Eine bis zu 1,50 Meter hohe Betonmauer ist fest installiert. Sie schützt die Anwohner vor Hochwasser bis maximal 9,80 Meter Kölner Pegel. Drohen höhere Pegelstände, muss der Hochwasserschutz durch das mobile System blitzschnell ergänzt werden. Hier kommt Niesen ins Spiel. Wir übernehmen den Aufbau der Schutzwand im Auftrag der technischen Betriebe Leverkusen. Sobald uns der Alarm der Hochwasserschutzzentrale erreicht, verladen unsere LKW bei den städtischen Betrieben alle Elemente der mobilen Wand. Da ist präzise und routinierte Logistik gefragt. An der Einsatzstelle werden zunächst die Schutztore wasserdicht aufgebaut, hier in Verbindung mit den technischen Betrieben Leverkusen. Dann werden die Mittelstützen auf einbetonierte Ankerplatten gesetzt und verschraubt. Flatliner mit Pritsche sind im rotierenden System bei der Arbeit. Bei dieser Übung waren es 7 40-Tonner LKW-Lastzüge. Parallel zur Technik arbeitet unser Personal, um die Dichtflächen der Mittelstützen mit Silikonpflegemitteln einzuschmieren. Es geht stetig voran, viel schneller als der Anstieg des Wassers sein kann. Auch die querliegenden Dämmbalken werden im rotierenden System eingesetzt. Je nach Höhenlage 9 oder 10 Stück pro Dammfeld, bevor die Verschlussschlitten festgezogen werden. Stück für Stück wird das Bauwerk auf die Maximalhöhe von bis zu 3,70 Meter gebracht. Am Ende ist das System dicht. Das Wasser kann kommen und bis zu 11,90 Meter über den normalen Kölner Pegel ansteigen. Auch die städtischen Betriebe und deren Vertreter waren mit der Arbeit von Niesen sehr zufrieden. Der Leiter der technischen Betriebe Leverkusen, Herr Gerlich, erklärt Vertretern des Hochwasserschutzes Köln und Düsseldorf den logistischen Aufbau der Wand. Von der Alarmierung bis zur Fertigstellung vergingen keine 10 Stunden. In dieser Zeit wurde ein fast 1 Kilometer langer Schutzwall aufgebaut. Etwa 360 Mittelstützen und über 3200 Dämmbalken fachgerecht montiert. Der Beweis ist erbracht. Niesen ist mit seinem Logistikkonzept und technischem Equipment der richtige Partner für den kommunalen Hochwasserschutz.